Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars. Eine neue Woche, ein neues Glück, aber gar kein neuer Testwagen. Mensch, was habe ich denn da verbaselt? Zugegebenermaßen gar nichts. Denn ich hatte mir gedacht, so nach der IAA mal so eine Woche gar nichts machen, fände ich eigentlich ganz cool, habe aber dann irgendwie auch vergessen vorzuproduzieren, sodass ich für euch ein neues Auto in dieser Woche habe. Und dann dachte ich mir jetzt einfach, weil auch einer von euch sich das gewünscht hat, Mensch, zeigt den Wagen doch nochmal, auch in der Form. Ja, mache ich doch jetzt einfach mal einen Zuschauerwunsch warm und ja, das ist er. Das ist mein Golf. Ne? Reden wir also in dieser Woche ein bisschen über den VW Golf 3. In dem Fall jetzt hier den VW Golf 3 GTI und halt, stopp. Ihr seht schon, der ist nicht original. Ne? Sprechen wir auch ein bisschen, was ist original, was ist hier verändert und vielleicht wird es ja dann doch ganz spannend. Und wir machen es wie immer. Wir fangen heute an mit den Äußerlichkeiten, sprechen also heute über das Design, auch über die äußerlichen Veränderungen hier bei diesem Fahrzeug. Morgen werfen wir einen Blick unter die Motorhaube. Am Mittwoch steige ich ein, vorne und hinten. Am Donnerstag gibt es einen ganz, ganz kurzen Blick in den Kofferraum. Warum? Das erfahrt ihr am Donnerstag. Und am Freitag gibt es von mir dann ein Fazit und einen Fahreindruck. Ist das was? Ich glaube schon. Starten wir also jetzt erstmal ganz klassisch mit dem Design. Ihr seht schon, es ist kein VW-Logo verbaut. Normalerweise würde ja jetzt hier ein VW-Logo vorhanden sein. Habe ich entfernen lassen, ne? Nein. Also ich muss gestehen, den Wagen habe ich so umgebaut tatsächlich gekauft. Den Wagen kenne ich aber auch schon seit gefühlt 20 Jahren. Denn derjenige, der ihn damals umgebaut hat, da wollte ich ihn schon kaufen. Dann ging der aber nochmal in eine andere Hand und ach, eine ganz, ganz lange Geschichte zu diesem Fahrzeug. Der war auch mal schwarz, jetzt ist er weiß. Na, also er hat eine bewegte Vergangenheit. Der hat auch schon richtig viel runter. Kommen wir, ja komm, ich erzähle es euch einfach schon mal. 314.000 hat der Wagen jetzt runtergelaufen. Ne? Wollte ich euch jetzt morgen erzählen, aber jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Spoiler. Also 314.000 hat der jetzt runter und eine bewegte Vergangenheit. Das ist ein Baujahr 97er. Und wie gesagt, die optischen Veränderungen hier an diesem Fahrzeug sind nicht von mir gemacht worden, aber es ist genau mein Geschmack. Dieser Golf 3, so wie er hier steht, ist genau der Golf 3, wie ich ihn mir bauen würde. Ne? Und dementsprechend fahre ich ihn auch gerne und behalte ihn auch. Wir haben originale Scheinwerfer. Hier hätte ich ganz gerne schwarze Scheinwerfer gehabt. Die sind sauteuer. Ich habe auch schon mal welche bestellt. Die kamen dann kaputt an. Und ach, ihr kennt das alle. Ne? Da braucht man doch gar nicht erst mal versuchen bei der Post irgendwie was. Also normale Scheinwerfer, ganz normale Technik hier hinter. Natürlich nichts mit LED und Quatsch. Ne? Das ist alles original auch von früher. Ich habe ein bisschen bessere Leuchtmittel eingebaut. Ne? Von Osram. Die sind so ein Ticken heller, zumindest subjektiv. Naja. Ihr kennt das, glaube ich. Ne? Wenn man die einbaut, dann denkt man, oh, jetzt sehe ich viel mehr. Und dann seid ihr mal so einen neuen Wagen gefahren mit so LED-Scheinwerfern. Dann denkt ihr, Mist, aus der Funzel kommt ja gar nichts raus. Kühlergrill ohne Emblem. Ja, und Stoßstange ist auch original. Unten ist die originale GTI-Lippe dran. Das Einzige, was hier noch verändert ist, es sind schwarze Blinker drin und dann halt die Abdeckung hier daneben. Ne? Gab es auch noch mal mit schwarzen Nebelscheinwerfern. Ich habe keine Nebelscheinwerfer. Ich fahre eh nicht bei Nebel. Und von daher reicht mir da die Abdeckung. Wie ihr sehen könnt, kurzes Kennzeichen, in Münster damals so eingetragen worden auch. Grund seht ihr gleich hinten am Heck. Hier in Bielefeld wollten sie mir kein kurzes Kennzeichen geben, obwohl es in den Fahrzeugpapieren eingetragen wurde. Aber irgendwann im Jahre 2000 wurde halt vergessen, die Länge einzutragen. Und auf die Länge kommt es hier scheinbar in Bielefeld an, da wollten sie es mir nicht geben, also weiterhin in Münster angemeldet. So ist es. Spart mir dann übrigens auch lustigerweise Geld in der Versicherung. Kommen wir hier vorne schon mal gleich zum Scheck, und deswegen gibt es diesen Scheck auch, weil ich es tatsächlich immer probiere, den Scheibenwischerscheck. Ich kann den Arm nicht aufstellen, wenn er so ist. Ich muss ihn nach oben stellen, dann kann ich diese Aero-Wischer hier verändern. Auf der einen Seite ist es übrigens vom VW Lupo und auf der anderen Seite vom VW Passat 3BG, ne? Die Aero-Wischer, original aus dem VW-Ersatzteil. Und jetzt gehen wir mal zur Seite und dann gucken wir uns mal die Felgen an. Denn die sind natürlich auch nicht original. Original rollt der VW Golf 3 GTI auf 15 Zöllern vom Band. Ne? 15 Zoll, oder lief, besser gesagt, lief er auf 15 Zöllern vom Band. In der Tuning-Branche wurden dann relativ häufig 7,5 mal 16 Vorderachse, 9 mal 16 auf der Hinterachse verbaut. 17 Zöller gab es auch. Aber das hier ist für mich persönlich das Ultimo. 18 Zoll. Also das sind 7,5 mal 18 Zoll ET38 an der Vorderachse. Das sind Felgen, die kommen vom Golf 4. Golf 4 R32, die Kenner wissen es, die sind schweineteuer. Ich liebe diese Felgen, ich liebe auch das Design und ich finde, das Design passt auch so zum Golf 3 ganz gut. Und Designer mögen große Räder im Radkasten und so mag ich das halt auch. Ich mag aber wenig Platz im Radkasten. So, dementsprechend ist hier ein H&R-Fahrwerk verbaut, ein Gewindefahrwerk, sodass sich der Abstand hier halt schön minimiert hat.
Das ganze Fahrzeug ist so, und das verspreche ich euch, fahrbar. Ich kann damit mit Vollgas über die Autobahn fahren, ich kann über Bahnschranken fahren, ich bin da kein Verkehrshindernis. Das Einzige, was ich nicht kann, das liegt aber eher auch vorne an der Lippe, das sind so harte Rampen oder Böschungswinkel. Ne? Also ein Parkhaus oder was, da schleift er dann schon mal an der Gummilippe vorne, aber kein Bauteil da unten drunter, ist es nichts verbaut, wo irgendwas schleifen könnte. Das ist ja auch schon mal was. Ansonsten, seht ihr hier an der Seite, gibt es gar nicht so viele Veränderungen. Experten werden sehen, hier ist kein Blinker verbaut. Ist halt so, ne? Das Dach wurde schwarz gemacht und hier oben habe ich dann auch nochmal eine Veränderung, zumindest optischer Natur. Und das ist die kleine kurze Antenne, ne? Da sage ich ja immer, bei Antennen, da kann es mir gar nicht kurz genug sein. Das ist eine kleine Antenne und die hat sogar eine Funktion. Das ist also nicht nur rein Show und Shine. Ne? 16V-Antenne war früher so ein mega Stab hier drauf. Das ist eine ganz, ganz kurze Antenne. Die funktioniert sogar. Ne? Also ich kann hier so im Umkreis Musik hören, aber klar, wenn ich dann hier ein bisschen, also ab und zu rausche, schon zur Musik komme, spätestens am Mittwoch. Ja, hier hinten spielt natürlich auch die Musik. Klassisch Heckspoiler-Ansatz. Dritte Bremsleuchte hat er tatsächlich noch hinter der Scheibe. Wie ihr sehen könnt, gecleantes Heck, kein Wischer hinten. Normalerweise auch hier ein breiter Ausschnitt, der ist auch ein bisschen verkleinert worden. Schwarze Rückleuchten. Hier unten auch dafür die passenden Reflektoren. Und unten drunter ist eine Friedrich Motorsport Auspuffanlage. Die ist Gruppe A, komplett in Edelstahl. Ich mag das Endrohr-Design, scharfkantig, klein. Und es muss gar nicht so protzig sein hier beim Golf 3, meiner Meinung nach. Und dementsprechend habe ich die dann halt hier verbauen lassen. Gruppe A Edelstahl ist toll, weil rostet nicht. Wer jetzt denkt, boah, der klingt total geil. Nein, 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 tut er nicht. Tut er wirklich nicht. Brauche ich euch auch gar nicht vorführen, schäme ich mich eher für. Der ist total leise und total zurückhaltend. Ne? Ist aber auch okay. Schwarze Rückleuchten, immer dran denken, immer nur in Verbindung mit den Reflektoren fahren. Und ich bin normalerweise kein Aufkleberfreund, aber die beiden Aufkleber mussten natürlich sein. Voice-over-Cars und Ausfahrt-TV-Tuning. Klar, ne? Für die beiden Formate schlägt ja mein Herz ganz besonders. Hier hinten sind natürlich auch die gleichen 7,5x18 Zoll ET38 Felgen verbaut. Hinten allerdings nochmal mit 15 mm Distanzscheiben, ne, damit das so ein bisschen weiter rauskommt. Denn die 7,5er, die sind ja doch schon relativ schmal. Wie gesagt, 9x16 ging ja auch drunter. Deswegen ein bisschen weiter raus. Immer dran denken, Radabdeckung muss gewährleistet sein und vor allem natürlich eine Freigängigkeit. Gerade hinten wird immer ausgeladen und da ist es dann schon relativ schwierig. Das heißt, die Kanten hier sind tatsächlich umgelegt. Da muss man immer darauf achten, dass man es vernünftig macht. Ne? Also sollte man nicht selber dran gehen. Was haben wir noch? Lackierte Seitenleisten. Und ich habe noch gar nichts gesagt zu den Längen. Ne? Das Fahrzeug ist 4,02 Meter lang und ohne Außenspiegel 1,70 Meter breit. Das heißt, da die hier ungefähr so 19,6 cm breit sind, aber nicht das breiteste sein. Also irgendwas unter 2,10 Meter wird er auf alle Fälle haben, der Golf 3 mit Außenspiegel. Und das Fahrzeug ist 1,42 Meter flach. Ne, sieht man mal. Ich bin 1,75 Meter groß und kann hier meinen Ellbogen drauf ablegen. Und ich finde, dass ist wirklich noch ein richtig kompaktes Fahrzeug, oder? Der Radstand, der beträgt übrigens 2,48 Meter und ja, das hat damals ausgereicht. Ja? Also zwei Personen vorne, zwei Personen hinten, gar kein Problem, wie immer. Ne? Also fünf Personen sehe ich auch in diesem Fahrzeug nicht. Aber grundsätzlich, das hat wirklich gereicht. Wir schreiben immerhin noch das Jahr 1997. 1974 kam der erste Golf auf den Markt, 1983 kam dann der Golf 2 und dann 1991 der Golf 3 und das waren richtige Quantensprünge immer. Also A, vom Design her, es gab immer so zwei, drei Merkmale, die hat der Golf immer behalten. Das ist A, einmal diese Sicke hier auf dieser Motorhaube, ne? Auch die neuen Fahrzeuge haben das noch, und einmal das C-Shape da hinten. Das sind so die Designmerkmale, die wurden immer behalten und ansonsten haben wir immer normalerweise gehabt, dass die Scheinwerfer auf einer Linie waren mit dem hier nicht mehr vorhandenen VW-Emblem. Das waren immer so die Designmerkmale. Und ansonsten ist der Wagen halt immer größer geworden. Ich glaube, bis zum Golf 6 sind die immer gewachsen und dann ist es dann irgendwann gleich geblieben, weil dann haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, jetzt geht es auch nicht mehr größer. Ja? Fun Fact, Honda hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen inspirieren lassen am VW Golf 1 und hat ja darauf diesen Elektrowagen aufgebaut. Ne? Also dieser Honda Elektrowagen, der jetzt auf der IAA auch da seine Premiere feierte, der hat so ein bisschen was vom Golf 1 und wäre ich Volkswagen, ja, dann hätte ich das doch gemacht. Dann hätte ich doch einen Elektro-Up auf den Markt gebracht, der so ein bisschen aussieht wie so ein Golf 1. Dann hätte man so ein bisschen Retro gespielt und so weiter. Aber komm, ich bin nicht Volkswagen, sondern ich bin ja hier der Jens von Voice Over Cars. Und ich habe euch jetzt ein bisschen was erzählt zum Design von meinem Golf 3 GTI. Und morgen werfen wir den Blick unter die Motorhaube. Und jetzt interessiert mich wirklich, wie gefällt euch mein Auto? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Könnt auch gerne reinschreiben, Mensch, das ist eine Gammelkarre oder Mensch, das ist eine Bastelbude, ich will den in Original haben.
Wir können über alles reden, ja. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare und schaltet morgen ein, wenn wir über den Motor reden. Und dann seht ihr mal, warum ich gerade Gammelbude gesagt habe. Denn eigentlich schäme ich mich ein bisschen dafür, wie es da drin aussieht. Aber gut, das ist ein kleiner Spoiler, ein kleiner Cliffhanger. Schaltet morgen also definitiv wieder ein. Immer dran denken, VoiceOverCast ist und bleibt keine Einbahnstraße. Deswegen lasst uns gemeinsam diskutieren. Bis morgen, euer Jens. Ciao.